Heute Arnold Schwarzenegger in Wahre Lügen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ein Zockerstu-Schmankerl haben wir noch über. Ja, wunderbar. Nach Secret of Evermore, nach den Schlümpfen, nach Plock. Packst du jetzt True Lies aus? Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, auch habe ich damals nie gespielt. Ich bin tatsächlich darauf gestoßen, es gibt einmal im Jahr so ein Race, wo 16 Spieler ausgewählt werden und dann lernt man immer so die Hälfte oder so davon. Wird immer. Und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, ich lerne das komplett. Okay. Und da freuen wir uns drüber. Es macht mega Bock, muss ich sagen. Du, Sia, hast ja schon mal die Mega Drive-Fassung gespielt, ja, oder? Ja, damals habe ich die Mega Drive-Version gespielt. Bock schwer, aber es macht auch eine Menge Spaß. Ja, wir können ja mal zur selbstablaufenden Demo schalten, dass die Leute sehen, auf welches Spiel wir uns beziehen. So Filmumsetzungen, gerade mit Arnold Schwarzenegger, meist nicht so geil, gerade im Super Nintendo-Bereich. Aber das wird auch gerne als eines der auf jeden Fall besseren dann betitelt. Und ich habe es auch ein bisschen mal für den Retro-Club mal angespielt und ich fand, oh, ey, das ist ganz cool. Ja. Willst du was zu dem Run erklären? Es ist, es gibt eine Sache zu erklären. Wir spielen auf der PAL-Version des Spiels, wo man jetzt erstmal meinen würde, ist er langsamer. Weiß ja eigentlich jeder, das NTSC spielt man ja normalerweise. Gibt es ja auch eine NTSC-Version dazu. Es gibt ein Level, da gibt es einen Trick, der auf der NTSC-Version nicht funktioniert. Das spart genug Zeit. Genau, und das spart knapp 2 Minuten und das ist mehr als das, was man dadurch verliert, dass man auf PAL spielt. Deswegen, ja. Okay, ja, dann machst du gerne den Countdown und dann we will kill them. Genau, auch wieder ein Spiel, wo der Timer bei Bewegung startet, das heißt, wir können jetzt hier einfach erstmal easy, jetzt die erste Szene. Guck mal, wir direkt aus dem Film. Die werden uns geschenkt quasi, der Timer geht erst danach los. So, und wir starten in 3, 2, 1, go! Alright! Wow! Kam das aus dem Super Nintendo oder irgendwo anders her? Muss ja, ne? Out of my way! It's me, Arnold! So, hier ist der erste RNG-Stelle, die Tables. Hier wird man lange geblockt teilweise. Hier passiert noch nicht viel Action. Die greifen einen nur an, wenn man jetzt hier jemanden umschießen würde. Ach, das wusste ich gar nicht. Als kleine Parallele zum Film, da ist es auch so. Ja, weil selbst die hier, die mit der Uzi rumlaufen, greifen dich nicht an. Genau. Auch interessant. Aber jetzt fängt's an. Jetzt wissen sie, dass wir Spion, Eindringling, was auch immer sind. So, es gibt diese Rolle, die werden wir sehr abusen. Sie spart minimalst Zeit, wenn man sie einfach so spammt. Das ist immer, ich meine, irgendwie so 5 Frames oder so pro Rolle, was jetzt eigentlich nicht viel ist. Ich meine, wenn man es auf dem Run hochrechnet, kommen da schon ein paar Sekunden zusammen. Gerade in den späteren Stages wird es dann allerdings meistens eher benutzt, um Damage auszuweichen. Ja. Man sieht vielleicht schon, während man in der Rolle ist, hat man Iframes. Und das Interessante ist, es gibt in vielen Stages, also zumindest am Anfang auch Passanten, wie den, der da jetzt gerade im Weg einfach im Schuss verläuft. Und ich glaube, es ist immer gleich, dass es immer 3 sind. Wenn man zum Beispiel auch 3 Passanten erschießen würde, dann wäre die Mission auch gefällt und du musst das Level von vorne starten. Ich hätte quasi gerade schon gefragt, machst du das als Pacifist Run? So, aber ab und zu mal, wenn ein Gegner im Weg steht. Gelegentlich muss einer dran glauben. Später sind es halt viel, viel mehr noch. Keine Snowmobile leider hier, wie im Film. I'm the Snowmobile. Ich finde auch klasse, wie die einfach komplett wild geworden da drauf rumfeuern auf ihren Schienen. Aber ich kann dich beruhigen. Wir haben einen Schnee. Oh, da sind die. Aber fährt einfach selber gegen Felsen. Meine einzige Schwäche, Felsen. Die gelben Dinger, die wir hier jetzt auch, oh, wollte ich mitnehmen, aufsammeln werden. Das sind Leben. Theoretisch wäre kein einziger Pickup unbedingt required im Run. Aber es ist ganz gut, jetzt Leben zu haben, weil man gerade später machen die Gegner so einen immensen, lächerlichen Schaden teilweise. Da ballert der
mit der Minigun auf Arnie. Aber es macht ihn nichts. Braucht schon mehr als eine Minigun. Das Gute an dem Spiel ist, die Lebenspunkte werden immer aufgefüllt von einer Sitch zunächst. Nee, ich war als Erster da. Hier kommen wir durch. So, das, zur Not hat man hier einigermaßen ein paar Passwörter, also so unfestes Spiel, was das angeht, nicht. Doch die Passwörter, die passen sich, das sind nicht universal, sondern die passen sich tatsächlich an die Leben, die man hatte, an. Mhm. Das heißt, wenn man, da ist man dann auch irgendwie geliefert, wenn man dann irgendwann später im Spiel ein Passwort mit 0 Leben hat und so. Aber es gibt sie zumindest theoretisch. Ich mache mir einfach Fotos hier von dem Überfall in der Mall. Mhm. Also der eine legt sich immerhin hin. So, dann haben wir erstmal auch eine andere Waffe, die Shotgun. Das ist die stärkste Waffe im Spiel, denn sie hat 3 Shells, die alle Schaden machen, die auch alle mehr Schaden machen als eine normale Pistolenschuss. Und wenn man in einer Hitbox von einem Gegner drin steht, das werden wir gleich beim Boss hoffentlich sehen, dann macht sie auch Doppelschaden pro Shell. Und das ist sehr immenser Schaden. Aber das kann der Boss auch, wenn er sowas hat. Die Omi. Wenn es ganz korrekt sein sollte, der hätte die aus einem Walmart holen müssen, die Knarre. Dass sie da einfach so rumliegt. So leichte Zombies Ate My Neighbors Vibes. Ein bisschen, ne? Aber das war die Stage mit dem Riesenbaby, ne? Mhm. Der Titanic Toddler. Mhm. So. Big Jobs. Findet ihr alle hier im Big Jobs Laden. Habe ich hier auf die Toilette. Die Klo-Szene. Den habe ich nicht mitgekriegt. Aber noch. Komm aus der Toilette raus. Sag mal. Ist das schon der Boss? Ja. Gut. Immer möglichst in ihn reinstellen, aber man hat es einmal auch gesehen, hat er mich getroffen. Da stand ich auch diagonal sehr nah an ihm dran. Da hat er mir auch fast die Hälfte oder so abgezogen. Was hier noch eher ein Bug ist, ist später im Spiel dann halt normal. Und das ist auch so ein typisches Game, kann ich schon sagen. Die Gegner werden dann halt, die Bossgegner werden dann irgendwann als normale Gegner teilweise auch wieder verwertet. Mhm. Leider kein Reiten-Minigame hier. Ja, schade. Ich sag mal, bis hier ist es quasi noch Vorlage. Im nächsten Level weicht es dann so langsam ab. Im Film. Ihr müsst natürlich Sequenzen nehmen, die du top-down machen kannst, wenn sie nicht neuen Gameplay-Parts machen müssen. Mhm. So Hubschrauber, die Brücke wäre noch nett gewesen. Oder mit dem Harrier rumfliegen. Ja. Das ist tatsächlich die erste Stage, wo es ein bisschen umfangreicher wird. Also wirklich, wo man teilweise auch versucht, Gegner so ein bisschen zu manipulieren. Weil an sich würden die Gegner in dem Spiel immer das Gleiche machen, weil man selber auch an der exakt selben Stelle mal rollt oder an der exakt selben Stelle läuft. Mhm. Aber es lässt sich halt nicht immer umsetzen, weil man ja überall rumlaufen kann, pixelmäßig ein bisschen. Dann weicht man ja in der Regel immer ab. Jetzt können wir das nächste Health-Kit hier oben skippen. Sollte eigentlich noch reichen, die Energie. Eine Statue von einem Ninja-Turtle. Einen kleinen Skip, wenn ich nicht von denen betreut werde. Ja, schade. Eigentlich hätte man sich durchklippen können, während die Tür zugeht, aber wobei, das machen wir anders. Ich hole mir das Leben und dann können wir das nochmal machen. Naja, verlieren wir auch eins, aber das ist nicht so schlimm. Du startest immerhin genau wieder an der Stelle, ne? Watch it, Harry! Na? Jetzt hat's geklappt. Ja. Hat jetzt natürlich keine Zeit mehr gespart gegenüber dem normalen Weg, aber man will's ja zeigen. Ja. Ich glaube, ich muss den Film mal wieder gucken. Ist schon ein Weilchen her. Ich hoffe, dass es den mittlerweile auf Blu-ray gibt. War in guter Qualität. Hm. Kann man sagen, Sie ja, der letzte richtig gute Schwarzenegger-Film, oder? Würde ich auch sagen.
Haben danach zwar noch ein paar, die ganz okay waren, aber, ja, der letzte richtig geile war wirklich True Lies. Man hat schon gemerkt, sowas wie Razor war nicht auf dem gleichen Level. Mhm. Und ich war persönlich relativ Six enttäuscht. Six Day fand ich auch noch ganz okay. Ja, aber es war so ein Ausläufer, yeah, Six Day. Ich meine, sowas wie ist der mit dem Teufel, der Film, wo ich aus dem Kino gegangen bin? Ja. Last Crusade, nein, aber auf jeden Fall, du weißt, welchen ich meine. Yeah, ne? Yeah. End of Days. End of Days, genau. Ja, der war shit. Aber da ist er auch nicht mehr Young Arnie. Es war der letzte Film, wo er noch halbwegs Young war. Classic Arnie. Ja. Hier werfen sie teilweise schon Granaten auf. Wo ballern die denn hin, ey? Das ist egal, irgendwas trifft schon. Parkbank und schläft. Das ist Amerika, da ist es normal, dass die alle ballern ohne Ende. Das ist der Central Park, klar. Ja. Man sieht schon, verglichen mit den ersten Leveln ist das arg lang, das die Stage. Mhm. Und hier ist es noch nicht so schlimm wie später, aber man wird später auch erkennen, dass sie teilweise nur noch Gauntlet-Räume haben, wo alles zugekleistert wurde mit Gegnern. Du sollst dich hier schön langsam fortbewegen eigentlich, nicht dann durchtauchen, jeden einzelnen Gegner weghauen. Ich bedenke, wie ich das Spiel früher gespielt habe. Versucht jeden Gegner zu töten. Jetzt versuchen wir diagonal zu ballern. Was extra Damage macht, das hat leider nicht ganz hingehauen. Watch it, Harry. Na, knapp war ein, zwei Bullets oder so. Naja. Rock'n'Roll, baby. Jetzt weicht ziemlich ab. Jetzt werden wir nämlich in einer Train Station, Subway, wie auch immer, sein. Aber das sind zumindest Pixel-Art-Bilder aus dem Film. Jemanden. Crimson Jihad. Crimson Jihad, ey. Holy shit. Wir müssen einfach andere Filme von Arnie hier reininterpretieren. Das ist das Warenhaus aus Eraser, wo er die Railgun findet. Dieses ganze Level, zumindest jetzt die erste Hälfte bis zu dem Skip, der für die PAL-Version sorgt, warum wir die spielen, ist das alles Cycle-based. Wir versuchen, den möglichst besten Cycle zu haben. Hier oben hat man schon gesehen, war so ein Zug, der die ganze Zeit durchfährt, immer wieder neu. Und wir versuchen, oben so anzukommen, dass der Zug gerade fertig ist. Weil wir versuchen, den Zug zu skippen, indem wir einfach vorbeirollen. Was eigentlich nicht so gewollt ist. Eigentlich soll man einen Schalter finden in der U-Bahn, den wo einsetzen und dann den Zug lahmlegen oder umlenken quasi. Mhm. Dass der nicht mehr durchfährt, dass man dann normal durchläuft. Oh, wir sind relativ früh. Okay, sehr gut. Oh, nice. Ist auch relativ tight und das Ding ist, man müsste meinen, in der NTSC-Version müsste es auch gehen, nur dass es halt schneller ist. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen, es wurde auch schon versucht, Frame by Frame und ewig durchgetestet, es klappt einfach nicht. Okay. Deswegen. Das ist vielleicht so ein typisches Ding, es wurde für die NTSC-Version gemacht, damit es safe ist. Und dann merken sie, bei der PAL-Umsetzung funktioniert das Timing nicht mehr ganz so. Mhm. Ja. Irgendwie so. Hat sich keiner mehr drum gekümmert. Jetzt müssen wir diese ganzen Rechner hier kaputt machen, warum auch immer. Die halten gut was aus. Das ist alles nach Image-Kalkulation, wenn man keinen Schuss verhaut, muss das hinhauen. Oh, der hat noch überlebt, aber das sollte kein Thema sein. So. Wenn wir die rechtzeitig killen, nämlich, dann kommt keine weitere Wave an Gegnern mehr. Normalerweise kommt dann noch ein Machine-Gun-Typ, noch ein Shotgun-Typ und also nochmal eine ganze Party. Und das kann man nicht wirklich groß outplayen in dem kleinen Raum, meine ich. Ja. Also meistens stirbt man einfach irgendwie, weil ich wüsste nicht wie. So, und das ist, glaube ich, auch kommt auch gar nicht vor. Wir sind einfach an Hafen einer Anlegestelle. Laut der Cutscene bist du jetzt, warst du irgendwie gefangen, glaube ich. Und jetzt hast du dich befreit wieder. Ja, die sind einfach wahllos aus irgendwelchen Action-Szenen entrissen, die Bilder. Es könnte ja das Versteck sein. Als Kind hast du den ja noch nicht gesehen, da darfst du gar nicht ins Kino. Also ist das komplett korrekt, was das Spiel hier abbildet. Aber sofort, als er in die Videothek kam, dann durftest du. So, man muss nämlich jetzt hier 12 Crates zerstören. Und das ist tatsächlich eins der technischsten Level wahrscheinlich. Weil man hier viele Wände hat, über die man tatsächlich sogar Objekte rüberwerfen kann. Also in dem Fall unsere Granaten. Das heißt, wir werden Granaten sammeln und versuchen,
Wege abzukürzen, indem wir einfach über Wände rüberwerfen und diese Dinger so kaputt machen. Hier geht's leider noch nicht, weil wir hier die ersten Granaten einsammeln. Mhm. Immerhin, dass du Granaten rüberwerfen kannst, ist schon mal ganz gut. Aber interessanterweise, es gibt, also die Container hier kann man rüberwerfen, aber die normalen Wände, wird man gleich welche sehen, da geht es tatsächlich nicht. Wenn denn jetzt hier die ersten Wände kommen. Na? Hier sind noch welche, so. Ach, jetzt war ich zu langsam. So. Da wäre ein Health Kit, können wir tatsächlich skippen, weil es relativ gut lief. Und jetzt kommen auch die Flammenwerfer-Leute hinzu. Oh. Ding ist, wenn man in einem ganzen Cycle von denen drin steht, ist es eigentlich immer One-Shot, wenn man komplett den fressen würde. Mhm. Manchmal muss man in Stages leicht tanken, aber. Eigentlich müsste man da hochgehen. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Manipulation von einem Gegner, hoffentlich. Der erste hat sich selber gekillt mit seiner Granate links. Ganz schön brutal. Ja, also es fällt zwar grünes Blut raus, aber das war ziemlich heftig, muss ich sagen. Und immer sicherstellen, dass man noch mit der Kamera on screen ist, sonst werden die nämlich einfach nicht. Ja. So, jetzt warten wir hier. Der wirft eine Granate unten drüber, hat man gesehen. Ah, okay. Okay. Eigentlich gäbe es noch einen Gegner, der schneller ist, der vorher da war, aber der manchmal tötete sich einfach selber. Das wären die Wände, wo du so nicht rüberwerfen kannst, ne? Genau. Das sind diese Zementwände quasi. Wenn man jetzt die Nachricht, okay, gut. Hier kommt die Nachricht, dass man die Hälfte hat. Wenn die nicht kommt, weiß man, irgendwas hat man falsch gemacht oder irgendwas hat man den Screen zu schnell verlassen oder sowas. Ach, Selbstmord. Ja, achso, ja, für die, die sich fragen wegen grünes Blut, das ist natürlich die deutsche Version. Mhm. Es gibt zwar noch eine andere PAL-Version tatsächlich, die habe ich aber nicht gefunden, eine australische, meine ich. Okay. Also wusste ich vorher auch nicht, dass die scheinbar irgendwie PAL hatten. Ja, die Australier haben PAL tatsächlich. Und da ist es nicht grün, aber es ist trotzdem halt die PAL-Version. Also wenn man unbedingt Brutalität will. Man muss sagen, oft war es bei den europäischen PAL-Versionen vorsorglich für den deutschen Markt einfach allgemein die PAL-Version zensiert. Mhm. Also selbst wenn die Briten oder Franzosen das nicht gebraucht hätten. Ui! So einmal intentional tot, weil wir so wenig Leben hier mal haben. Und man muss die sowieso so normalerweise clearen und das dauert ein bisschen, von daher rennt man einfach rein. Jetzt? Gut, okay. Eine fehlt noch. Die kriegen wir auch noch. So, oh nein, Selbstmörder! Selbstmordbomber. Ja, man sieht, es wird von Stage zu Stage immer schlimmer mit den ja. Nur leeren Flächen mit vielen Gegnern drin. Jetzt hast du so ein bisschen Iframes hast du ja, wenn du da so durchtauchen kannst, ne? Mhm. Mhm. Kommst du damit gut zurecht oder ist es dann sehr knapp mit dem Timing? Es geht. Also. Hoffentlich geht er aus dem Weg. Nö. Ist er zu spät, aber erst. Dann muss er dafür jetzt leider. Ja, es geht. Manchmal ist es halt so, dass sie gerade dich auch perfekt abpassen, wenn du gerade aus der Rolle rauskommst, wenn es so viele Gegner sind. Aber man kann ihn eigentlich in der Regel so oder so immer minimieren. Das heißt, Rollen ist immer als besser als nicht Rollen im 2v2. Ja gut, da muss ich leider einmal. Normalerweise soll der den mir in die Luft jagen, aber ich glaube, sein Kumpel hat ihn gerade mit der Granate abgeworfen, aber dafür hat er mir jetzt geholfen. Mhm. Great work. Jetzt geht's nach Chinatown. Auch das ist einfach so eingedichtet. Hm. Die Gegner ballert doch nicht. Er hat seine Mission erledigt. Nee, wir sind durch. Das ist eine Stage. Jetzt werde ich in der Stage ab und zu mal gucken, wenn ich ein Leben verliere, wie viel ich noch habe. Einfach nur, um sicher zu gehen, wie viele Safety-Leben ich in den späteren Stages mitnehmen muss. In der Stage müssen wir drei, wie nennt man die, so Schlüssel, um so eine Bombe zu entschärfen quasi, mhm. sammeln.
man könnte theoretisch, also es ist relativ oben, ja, eine offene Stage, sag ich mal, wo du eigentlich schon zum Ende gehen könntest, wenn du den Weg findest. Und hier müssen wir ein bisschen aufräumen, weil die meistens relativ blöd im Weg stehen. Na. Come on. Naja, dann lassen wir ihn. Aber er sieht auch ein bisschen aus wie Arnie, finde ich. I kill you last. Ist fast egal. Steven, egal. Kommt es Armin Key Nummer 1? Ja, und ich meine, das ist so eine Stage, die ist halt sehr lang. Hier geht es hauptsächlich darum, Health Management. Also es ist, hier ist es wirklich meistens sinnvoller, gegen eine Wand zu rollen, wenn man dadurch großen Damage vermeiden kann. Das ist wie ein Dark Souls Run. Mhm. Ja, also so ein True Lies No Hit Run würde ich jetzt nicht versuchen. Ich glaub, das ist. Mal aufpassen, dass du die Fat Roll nicht dran hast. Uff. Oh. Hier links gäbe es noch ein Health Kit, das braucht man in der Regel. What is this? Blöd. Kokainum. Ich weiß nicht, schaffe ich es bis zum nächsten Medkit oder muss ich. Ich werde mal das hier einsammeln. Ja. Aber es ist da. Ich habe zwar jetzt gleich eins, aber 2 HP war dann doch wenig. Ja, vor allem wegen sowas. So. Also man kann auch sehr schnell in den Hitboxen von diesen komischen Tellerminen landen. Das ist immer doof. Die Budas gehen nicht kaputt. Gotteslästerung sonst. Ja. Deshalb wurden raketenwerfersichere Buddhas gebaut. Aber bisher Health Management sieht hier sehr. Ja, man sieht halt, manchmal müssen die ein bisschen mitspielen hier mit ihrer Position. Ui. Die haben sich gegenseitig abgeschossen. Das passiert. Eigentlich recht regelmäßig. Ja, rein theoretisch müssen die nach einer Rakete doch nachladen. Oder wo kommt die zweite Rakete her, die sie sofort hintereinander abschießen? Das ist ein Film, Gregor. Da wird nicht nachgeladen. Da wird nicht nachgeladen. Nachladen ist für Pussys! Da hat man auch gesehen, da lag noch ein Item, das ist so Fuel. Es gibt in manchen Stages sogar tatsächlich selber für einen Flammenwerfer zu finden. Mhm. Meistens richtig gut versteckt. Problem ist, der liegt meistens so weit außerhalb des Weges, dass sich das in keiner Stage lohnt. Das ist sehr schade. Was eigentlich extrem cool ist. Konnte ich das mit den Leben leider nicht rausfinden. Wir nehmen es aber mal mit. Und jetzt kommt gleich absolut einer dieser typischen Räume, der einfach zugekleistert wurde. Hey. Im nächsten Screen. Ah, dein Kumpel. Ja, hier auch wieder. Oh, der ich sag ja, Steven ist egal. Okay, never mind. Ballert auf Unschuldige. Alter, ey. Wir gucken mal, ob wir den Raum der Flasche schaffen. Das ist meistens nicht drin, aber wir gucken einfach mal. Sieht's auch schon am Lag, dass hier ein bisschen zu viel abgeht. Ach, ganz normaler Raum voller Gangster. Easy.
Das ist, gleich kommen die zwei Gargoyles, ne? Kriegt er mich noch? Ah, sehen wir gleich. Mit dem letzten Fünkchen. Das war knapp, aber das ist selten, dass man da so durchkommt. Meistens. Immer noch die gleiche Szene. Das ist jetzt wieder so eine Stage. Ja, ich würde sagen, eher mit Ambient Sound. Also man hat da wirklich kaum Musik jetzt hier. Das ist auch nicht Bug, das ist gewollt. Das gehört so. Jetzt ist keine Zeit mehr für Musik. Jetzt ist es einfach zu ernst. Jetzt muss er. Aber bis jetzt war es alles Spaß, aber das hier. Nee. Das war bisher noch easy, ja. Music not for me. Aber ich sag mal, in dem Spiel, es werden wahrscheinlich mindestens genauso viele Gegner durch ihre eigenen Leute umgebracht. Ich wollte schon sagen. Die eigenen Schüsse. Also es ist wie die so viele Mitarbeiter auch kriegen, vor allem wenn die dann wissen, hey, ich bin da sowieso nur Kanonenfutter. Gibt es ein Secret? Das ist tatsächlich einfach nur, es gibt hier 4 Keycards zusammen in diesem Refinery ist das hier. Waffenlager oder was ist das? Raffinerie. Und eigentlich gibt es diese 4 Keycards zu finden im Maze, aber man hat da so ein Secret, wo man so ein Fass aufschießen kann, was man jetzt nicht unbedingt selber sehen kann. Da kriegt man direkt alle 4 Karten, Gott sei Dank. Das ist ja nett. Praktisch. Ah, hab ich ein bisschen viel Schaden genommen. Kontra lässt grüßen. Ja. Aber schön animiert. Super Nintendo ein paar andere schöne Top-Down-Sachen. Gerne, wie ist es, Operation Logic Bomb damals gespielt. Ich glaube, der zweite Teil von Fortress of Fear im Game Boy. Oder zumindest gehört zur gleichen Reihe. So, das Ding mit der Pistole habe ich noch nicht gesagt. Man hat immer 15 Schuss und man kann sie auch nicht manuell nachladen. Sie wird immer nur nachgeladen, wenn sie leer ist. Heißt, manchmal muss man das so managen, dass man dann wahllos in die Luft schießt, damit man für die nächste Stelle wieder genug Munition hat. Aber in der Stage werden wir wahrscheinlich einen Tod so oder so nehmen gleich. Weil hier, also es ist meistens auch schneller zu sterben, statt sich die Health Packs zu sammeln, die sehr weit außerhalb des Arnold sind. Schwarzenegger, die fast. Fast gestorben. Ja, es hat wehgetan, glaube ich. Alles gut. Wir haben noch 4 Leben, das ist fein. Also welchen Sinn und Zweck diese Gerätschaften auch haben, kann ich dir nicht sagen. Einfach vor allem, weil dann alle ganzen Mitarbeiter dann chillen. Ja, manchmal passiert es, dass der hier kommt, dass der einen so verfolgt, dass der hier reinläuft. Aber so, was wird da produziert, dass du so eine Vorrichtung brauchst, die an der Seite mit Stacheln rauskommt? Crimson Jihad Secrets. Ja. Die sind überall, die gehen auch nur in den Boden rein. Und die Löcher sind auch vorgebaut, wenn es jetzt wäre, als wäre die Stanzfabrik oder so, ne? Aber nein. Ja, das werden wir nicht überleben. Naja. Aua. 3 lives you have left, Harry. So eine Art, ja, weiß ich nicht, ob man das Bossfight nennen möchte, aber... Das spawnet immer die Gegner ein paar Mal neu. Muss man eine Weile verlieren. Man lässt die oben, muss man auch töten, aber die lässt man bis zum Schluss am Leben, weil die sorgen dafür, dass die Gegner, die permanent unten reinkommen würden, immer direkt weggefarmt werden. Ah, bei denen, okay, die killen die anderen immer.
Ja, die Stage erinnert ein bisschen an NAMM für Neo Geo. Mhm. Kennst du das noch? Da gab es auch so eine ähnliche. Bin ich aber nie weit gekommen, deshalb kann er nichts sagen, was außerhalb dieses ersten Levels war. Okay. Einer kommt noch und dann klären wir die oben und dann hoffen wir, dass unten keiner mehr reinkommt. Das können wir leider nicht so gut beeinflussen. Ah, da kommt noch einer. Okay. Okay. Und jetzt halten wir uns tatsächlich wieder in den Film. Also ab oh, Out of the Blue jetzt tatsächlich wieder. Oh, jetzt kommt okay, jetzt will ich Mode 7 sehen, aber. Aber es ist ein Ort. Passt. Da ist die Stage nicht mehr so spannend, sobald man das Geheimnis herausgefunden hat, dass man die ganze Zeit nur nach oben. Oh nein, oh nein. Du hast den Trick dahinter gefunden. Das. Man muss sogar nach oben drücken, weil wenn man nur oben am Bildschirmrand bleibt und nicht nach oben drückt, dann wird man trotzdem getroffen aus irgendwelchen Gründen. Man muss wirklich nach oben gedrückt halten. Du beeinflusst jetzt nicht die Höhe von dem Flieger oder so, sondern nur die Position mit dem Steuerkreuz, genau. Ne? Genau. So, es kommen vier solche Wagen, so Nuklearwagen und die müssen. Aber es ist eigentlich immer gleich alles soweit, also es ist im Prinzip ein Autoscroller. Tja. Muss auch mal ein leichter Part kommen. Das ist okay. Ja. Wobei der tatsächlich, wenn man den normal spielt, gar nicht so leicht ist. Also normal. Wer macht sowas schon? Eben. Normal so bin ich hier. Das ist richtig. Ja, wie sich auch die Entwickler dann gefühlt haben. Du, ich glaube, wir haben was übersehen in dem Level. Aber da ist man schon so weit im Spiel vorangekommen, dass Videotheken ausleihen eh egal wäre. Mhm. Und es gibt ja die Passwörter immerhin, ne? Kannst du in jeder Maniac dann lesen. Das wäre nicht, wann der letzte kommt. Ah, jetzt habe ich ihn. Hat so und so viele Missiles und wenn man jetzt wüsste, wann der letzte genau kommt, könnte man die letzte Missile nehmen, um den direkt vor der Textbox am Rand abzufangen. Allerdings benutze ich dafür halt kein Timing, was ich da sehe, sondern eher anhand von den Splits, die man dann hat. So. Let's do this. John McClane, I'm here! So. Genau, das ist die letzte Stage. Die ist sogar ziemlich akkurat so. Also natürlich nicht von der Menge der Leute, aber. Einer der schönsten Endkills in einem Film, finde ich. Das war der Spruch, you're fired? Mhm. Ja, ne? Plop, plop, plop. Ja, geschossen. Oh, einmal Health-Kit mitnehmen. Aber zum Glück gibt es hier einigermaßen oft, also es ist jetzt nicht die Stage mit den wenigsten Refills und Muni. Oh, aber die wollte ich schon noch mitnehmen. Wenig muss, glaube ich, das Die Hard-Spiel für NES gewesen sein, ne? Mit den Top-Downs. Ah, aua. Wer wollt's wissen? Mensch, dass der Typ sich direkt bei den Explosionskisten positioniert hat. Videogame-Logic. Ja, sehr unglücklich gewählt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Bin gut eingekesselt von Kisten mit Skeletten drauf. Ja, zur Not kann er ja noch selber drauf schießen. Im Zweifelsfall. Das ist besser. Aber das ist der vorletzte Floor jetzt auch schon. Aber auch hier, die altbewährte Formel, wenn man es schwer machen will, reicht das mit den Gegnern? Ach, lass noch mal zwei, drei Shotgun-Typen reinpacken. Why not? Man muss eigentlich. Noch ein Rocket Launcher. Hier alles, was wir noch über haben. Schmeiß einfach rein.
Jetzt gibt's gleich meine Lieblingsraketentypen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, die sich gegeneinander wieder. Yay! Yeah! Das sind die allerbesten. Ein Raketenkuss. So, jetzt kommt gleich der Endboss. Der ist zum Glück, also man kann den einigermaßen manappen, dass man diagonalen Damage reinkriegt. Das ist nach wie vor Doppeldamage. Ja, gut. Da ist er, Aziz. So. I am, it's me, Aziz. Sprich genauso auch wie Aber Ani. Es ist tatsächlich gar nicht der wirkliche Bad Guy, sondern einfach nur irgendein Typ mit zwei Knarren, der vorgeschickt wird. Das ist leider so. Ein bisschen spektakulär. Aber man hat noch eine kleine Szene nach dem Kampf. Da geht es dann um den Typen. Gut, da will ich Mordsteppen, bitte. So, und die muss man auch noch klären. Natürlich zählt der Boss nicht jetzt geschafft, wenn die beiden Typen da rumstehen. Und wir haben Time in. Jetzt. Jetzt. 3:17. Right. Boah, das ist nice. So, jetzt genießen wir noch. Oh yeah. Die finale Szene. Ah, wenn James Cameron, wenn James Cameron nicht hinterherkommt, dann. Ach, guck mal, wie schön das gemacht ist hier. Ne? Guck mal, die Männchen da unten. Wer war die Tochter? Alyssa Milano? Nee, jemand anderes. Nee, Alyssa Milano. Das war Commando. Ja. So, komm, jetzt Mode 7. You're fired. Ja, yeah, durch das Gebäude durch. Ah, nein, es ist ein Standbild. Es ist ein Standbild. Ah, schade. Aber es tut immer dran. Stell dir Mode 7 vor. You're safe. See you in the sequel. Tja, und dann gibt's einfach nur die Credits, da tanzen sie nochmal. Sehr schön. Ja, nice. Lustiges Spiel. Gutes Spiel. Ein unterhaltsames Spiel, ja, ich mag so Top-Down-Geschichten. Heutzutage wird das natürlich Twin-Stick. Das kann immer auf dem Super Nintendo nicht ganz so vernünftig ausführen. Aber sowas macht dann natürlich immer wieder Spaß. Auch was in deiner Rotation gerade drin ist? Oder ist für uns vorbereitet? Also ich bin gerade wieder ein bisschen ich habe wieder Spaß dran gefunden. Ich bin leider wieder angefixt. Ich habe ein bisschen vorbereitet jetzt die letzten zwei Tage, weil ich natürlich unvorbereitet reingehen wollte und mich wieder angefixt. Jetzt gucken wir mal. Dann check gerne bei twitch.tv/zockerstu aus. Wir haben es nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Mhm. Aber wir wollen uns nicht nur für den Speedrun bedanken, sondern all die anderen, die du uns gezeigt hast. Gerne, wenn du den Rest der Super Nintendo Library durch hast. Bald haben wir alle. Bald haben wir sie alle. Nice. Ich danke, dass ich mal hier sein durfte. Das war sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Und gerne wieder. Ja. Wir bedanken uns natürlich bei euch fürs Zuschauen. Denkt gerne speedrandale@rocketbeans.tv, wenn ihr euch bewerben möchtet. Oder per Ex bei sia@simiclove. Oder auch direkt gerne twitch.tv/simiclove101. Ja. Mhm. Was müssen wir noch zu sagen? Bye bye! Was sagt der Arnold? I'll be back! Das war viel besser gewesen! Bye. Tschüss!